Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Die Heilige Messe ist die wichtigste Gottesdienstform. In der Messfeier vergegenwärtigt die Kirche den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Sie ist, so sagt es das Zweite Vatikanische Konzil, die Quelle und der Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Wenn dem aber so ist, so müssen wir fragen, warum feiern wir die Auferstehung nicht andächtiger, würdevoller und bewusster? Das sind einige Fragen, die wir uns heute stellen wollen, im Gespräch mit einem Mann, dem das ein großes Anliegen ist. Herzlich willkommen, Pater Stefan Herflick. Grüß Gott. Pater Stefan, die Eucharistie, das ist ein Geheimnis des Glaubens, was unseren Verstand übersteigt. Sie verlangt aber vor allen Dingen eines, Empfangsbereitschaft unsererseits. Was kann ich als Gläubiger tun, um mich auf dieses Ereignis der Begegnung mit Christus würdevoll vorzubereiten? Ein Weg kann sein, sich bewusst zu machen, dass das, was da passieren wird, dass das, was ich da jetzt erleben werde, etwas ist, was ganz anders ist wie alles, was ich aus dieser Welt kenne. Sie haben es angesprochen, es kann unser Verstand gar nicht begreifen. Alle drei Zeitformen, die der Mensch auch nur denken kann, mehr geht ja nun nicht, fallen zusammen in der Eucharistie, fallen zusammen auch etwa in der Wandlung. Also mir begegnet jetzt der ganz andere. Und das ist zunächst mal ein wichtiges Bewusstsein. Ich mache die Kirchentür auf, ich nehme Weihwasser, ich mache eine Kniebeuge, eine Geste, die heute kein Mensch mehr in der Welt irgendwo macht, sondern ich beuge mein Knie vor dem Allerhöchsten. Ich glaube, dass Gott selber jetzt präsent ist. Und wenn man sich sowas vergegenwärtigt, glaube ich, ist es wirklich eine große Hilfe, in aller Stille, in aller Ruhe, vielleicht auch 5 Minuten vor Beginn der Messe, in die Kirche zu gehen und wirklich die Welt bewusst rauszulassen und sich klar zu sein, jetzt ist eine Zeit, das ist für mich eine zweckfreie Zeit. Ich muss jetzt als Mensch, als derjenige, der an dieser Messe teilnimmt, nichts liefern. Ich muss keine Erfolge vorweisen. Ich muss vor allem niemand was vormachen. Jetzt bleiben alle diese weltlichen Regeln draußen und ich darf Gott selbst begegnen. Und wie ist das beim Priester selbst, der ja da als Christus, also in persona Christi agiert? Wie sollte er sich vorbereiten? Es gibt den schönen Leitsatz, manchmal hängt er auch noch in den Sakristeien, feiere die Messe, wie wenn es deine erste wäre, deine letzte wäre oder deine einzige wäre. Und das ist ganz wichtig, gerade in Zeiten, wo viele Mitbrüder 2 und 3 Sonntagsmessen feiern, an den hohen Feiertagen von einer Kirche zu anderen hetzen. Da ist es natürlich schwieriger, wie vielleicht für manche Priestergenerationen früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte, die da sich mehr noch und leichter darauf einlassen konnten. Aber für uns gilt eben das Gleiche. Sich zu bewusst sein, jetzt bin ich Werkzeug Gottes. Ich bin nicht Chef der Liturgie, ich bin nicht der Showmaster der Liturgie, ich bin nicht der Initiator und nicht der Regisseur, sondern ich bin wirklich derjenige, der jetzt Werkzeug sein darf. Das heißt, was ein gutes Werkzeug ausmacht, ich bin bereit, ich bin da, mit mir kann man was anfangen, aber ich darf jetzt im Auftrag Gottes handeln. Wenn jetzt doch die Gottesbegegnung im Mittelpunkt steht, dann ist das ja etwas sehr Intimes. Wozu bedarf es dann dieses Prunkes, den wir manchmal in unseren Kirchen sehen? Barocke Kirchen, wertvolles liturgisches Gerät und das Ganze, ist das nicht alles nebensächlich? Der Mensch besteht ja nicht nur aus Hirn und Verstand und Logik, sondern der Mensch hat Herz und hat Emotionen und der Mensch braucht auch Ästhetik. Der Mensch braucht Schönes, so wie er Lebensmittel braucht, so braucht er auch Schönes. Und all diese Dinge sollen ebenfalls Werkzeug sein, klar machen, hier ist eben was ganz anderes wie in der Welt draußen und ich darf mich daran erfreuen, an einer schönen Kirche, an einer Kirche, die mir zusagt, da gibt es ja auch unterschiedliche Geschmäcker, das darf ja auch sein, über die Jahrhunderte hat sich da manches entwickelt, also das darf sein, es dient ja immer dem Lobe Gottes und es dient dazu, dass die Menschen Brücken finden zu Gott selbst. Ein Streitpunkt in der Kirche von heute ist der sogenannte Volksaltar, der eigentlich gang und gäbe ist heutzutage. Das heißt also, der Priester zelebriert zum Volk Gottes hin. Ist das nicht die logische Variante? Ich plädiere immer gerade in der Frage des Altars, die Ideologie rauszulassen. Heißt auf Deutsch,
Ich finde nicht, dass eine Messe deshalb würdiger ist, weil sie im Hochaltar oder im Volksaltar gefeiert wird, oder unwürdiger, wenn sie an einem der beiden Orte gefeiert wird. Das Konzil, die Liturgiereform hat gesagt, der Volksaltar ist möglich. Er ist nicht die Pflicht, er ist möglich. Und es gibt großartige architektonische Leistungen von modernen Kirchen, die das sehr schön gelöst haben. Es gibt auch Lösungen in alten Kirchen, die gut sind, die eben wirklich den Hochaltar näher an die Menschen heranrücken. Es gibt auch Lösungen, die ich dann für zweifelhaft halte, wenn man etwa irgendeinen Betonklotz mitten in einen schönen barocken Altarraum stellt. Manche Menschen sagen, wir wollen den Priester sehen beim Zelebrieren. Ein Wunsch, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich immer hoffe, dass die Menschen annehmen können, es handelt sich eben nicht um die persönliche Revue unseres Pfarrers am Sonntagmorgen, sondern es geht um etwas anderes. Also muss ich ja den nicht unbedingt ins Gesicht sehen. Aber bitteschön, nehmen wir es mal als ein Zeichen der Sympathie dem Mitbruder gegenüber. Also ich bin dafür, dass jeder Priester am Hochaltar und am Volksaltar zelebrieren kann, also wirklich tatsächlich auch handwerklich, weil es gibt ja gewisse Dinge, die ich dann wissen muss, wann drehe ich mich um und so. Aber beides darf seinen Platz haben und ich finde, für beides kann man auch gute Argumente finden, gemeinsam mit dem Volk Gottes den Blick zum Herrgott, zum Tabernakel zu haben oder auch eben, wenn Sie so wollen, die modernere Form dieses Mahlgedankens. Aber man sollte es unbedingt vermeiden, das gegeneinander auszuspielen, denn das widerspricht vor allem unserem Auftrag zur Erhaltung der Einheit der Kirche. Eine heilige Messe besteht aus zwei Teilen, Wortgottesdienst und Eucharistiefeier. Was sollte man aus Ihrer Sicht beim ersten Teil beachten? Was ist besonders wichtig? Ich bin immer dafür, dass wir uns dem stellen, was die Kirche uns da vorgibt, auch an Texten. Es ist ja bei manchen Kirchen, in manchen Gemeinden so ein bisschen eingerissen, dass man generell sonntags nur noch eine der beiden Lesungen auswählt. Dabei sagen die Ordnungen, in pastoral begründeten Ausnahmefällen soll das der Fall sein. Ansonsten bitte beide Lesungen, wenn es auch möglich ist, den Psalm, der ja nun auch eine Art der Lesung ist, und das Evangelium. Das klingt zunächst einmal nach viel Text, so wollte es das Zweite Vatikanum, dass der Tisch des Wortes reicher gefüllt sein möge. Und immer wieder findet man da Texte, wo man sich